ist endlich wieder soweit. Es ist Sarah Time. Yay! Heute habe ich euch ein mega cooles Video. Und zwar zeige ich euch jetzt, was ich denn so alles frühstücke. Ja, Schritt für Schritt werde ich euch erklären und zeigen, was so meine Favorites sind. Mit was ich denn so in der Früh so gut gelaunt immer in den Tag starte. Ja, das Frühstück ist schuld. Ich hoffe, ich kann euch inspirieren. Es sind sehr einfache Sachen, sehr leckere Sachen und sehr günstige Sachen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Mich würde interessieren, nämlich was ihr so frühstückt. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir direkt los und viel Spaß! Wir brauchen ganz viele Früchte. Ich habe jetzt Erdbeeren und Himbeeren, dann einen Naturjoghurt, Müsli von Vitalis und dann nehmen wir auch direkt den Joghurt her. Ich nehme mal 1,5% fetthaltigen Joghurt ohne Geschmack. Ja, so 200 bis 250 Gramm, das reicht total. Also ich werde da immer richtig satt. Ja, und dann kommt schon das Müsli. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Es schmeckt so lecker und davon gebe ich so circa 40 Gramm in diesen Joghurt. Ja, und dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man die Früchte wäscht, bevor man sie einfach so isst. Ja, das heißt einfach gründlich unter das Wasser halten und dann könnt ihr die direkt über den Joghurt geben. Ich verziehe das immer ganz schön. Ja, ich poste auch immer alles auf Snapchat und Instagram Story und überall. Aber ich sag euch, es schmeckt so, so lecker. Und jeder, der es ein bisschen süßer mag, so wie ich jetzt zum Beispiel, der tut noch ganz normalen Honig drüber und dann ist das alles nämlich so richtig, richtig lecker. Oh mein Gott, und jetzt schaut mal her, das ist der wundervolle, leckere Joghurt und der macht wirklich, wirklich babsatt. Wir brauchen die Packung von ESN für Pancakes, 200 ml Wasser, Früchte und Honig. Und das war's auch schon. Ja, die Pancakes-Packung von ESN, ich verlinke die euch auf jeden Fall auch unten in der Infobox. Sie hat so gute Nährwerte, ich sag's euch. 100 Gramm, 65 Gramm Protein, das ist wirklich der Wahnsinn. Sehr, sehr gesund. Und das essen ich und Domi eigentlich sehr, sehr gerne in der Früh, weil es einfach lecker ist, schnell geht und einfach, ja, einfach perfekte Nährwerte hat. Wir brauchen dazu 100 Gramm Pulver. Und 200 Milliliter Wasser. Und das war es dann auch schon. Diese Portion reicht für zwei Personen. Also wenn man das für sich alleine macht, dann reichen 50 Gramm Pulver. Dann alles ganz gut verrühren. Lässt sich auch super schnell verarbeiten. Also es lässt sich super schnell gut verrühren. Und dann kommt auch schon in eine Pfanne etwas Öl, also ich nehme da Olivenöl oder Kokosöl, kann man auch dazu nehmen. Und ich verreibe das mal gerne mit einer Serviette einfach gleichmäßig in der Pfanne. Und dann gebe ich in die Pfanne 4 Pancakes, also je immer so einen gehäuften Esslöffel. Und einfach dann so liegen lassen und die werden dann noch in Form kommen, sage ich mal. So, einfach kurz warten und dann umdrehen und dann ganz schön flach drücken. Und dann sind die Pancakes schon fertig.
Ich finde, die sehen so schön aus. Und ich sag's euch, die sehen nicht nur so schön aus, sondern die schmecken auch so toll. Dann kann man das Ganze noch verzieren mit Früchten. Ich mache es wieder mit Erdbeeren und mit Himbeeren und gebe danach etwas Honig darüber. Also ihr könnt auch Sirup drüber tun, was ihr wollt, oder auch Marmelade. Aber die sind schon sehr süß, also ihr braucht eigentlich nicht viel. Von dem her sieht es perfekt aus und es schmeckt auch so perfekt. Und ich habe auch noch mal alle Informationen unten in der Infobox dazu, okay? Hierzu brauchen wir Eier, Körnerkäse, ein Wienerle, eine Scheibe Brot, ja, eine Gurke, Tomate, Gewürze, also ich habe hier Salz, Pfeffer und Korsika und ein wenig Reibekäse. Ja, zuerst nehme ich das ganze Gemüse her, was man so klein schnippeln muss, und das Wienerle. Ja, und die schneide ich alle erstmal hier jetzt auseinander. Okay, das war jetzt etwas viel. Und dann die Gurke, ein paar Scheiben. Also ist alles einfach nur ein bisschen Beilage. Das lege ich mir am Ende dann aufs Brot. Und dann schnipple ich das Wienerle auch ganz klein in ganz feine Scheiben. Dann nehme ich eine neue Schüssel her und da schlage ich zwei Eier rein. Ich habe hier immer L-Eier, also da könnt ihr ja immer gucken im Einzelhandel. Und einen Schuss Milch gebe ich da dazu. Man könnte auch Wasser dazu geben, aber ich finde, mit Milch schmeckt es besser. Dann habe ich eine heiße Pfanne, da habe ich auch Öl reingetan und da brate ich jetzt diese Wienerler, also diese Wienerscheiben an und gebe dann die Eier dazu. Dann kommt ein wenig Käse drüber, also wirklich nicht viel, wirklich nur so ein paar, einfach nur für den Geschmack, sagen wir mal so. Bisschen salzen und ich liebe es ja, dass man Pfeffer drüber macht über die Rühreier. Also viele mögen es nicht, aber ich finde es irgendwie geil. Dann ist das Rührei auch schon fertig. Gebe es auf meinen Teller drauf und dann kommen wir zu der Scheibe Brot. Die beschmiere ich mit diesem Hüttenkäse. Also ich bin da voll der Fan davon. Ich finde, es schmeckt so lecker. Da habe ich übrigens auch immer diesen fettreduzierten Hüttenkäse. Dann würze ich das Ganze nochmal mit Korsika. Etwas Pfeffer und dann ist das schon fertig. Tadadada. Und das ist so lecker, meine Lieben, und das macht wirklich babsatt. Trinken tue ich sehr gerne Joghurtdrinks oder Fruchtsäfte wie Orangensaft, HSC, Traubensaft, aber ich mixe es immer 50-50 mit Wasser. Das war mein Video, meine Lieben. Ja, ihr seht, nur leckere Sachen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren und ihr habt Appetit bekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wirklich, ich kann euch garantieren, das schmeckt alles mega, mega geil. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und kommentiert bitte mal, was ihr so gerne frühstückt. Vielleicht könnt ihr mich auch ein bisschen inspirieren, mal auch was anderes zu frühstücken. Aber ich liebe es einfach und es ist gesund. Ja, genau. Und mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und startet gut und gesund und vital in den Tag. Und ja, jetzt rede ich schon wieder nur Blödsinn. Also wir sehen uns in ein paar Tagen wieder, gell? Ciao, meine Lieben.
Yeah.